Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki Panuki Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Mit bei mir im Studio ist der Sascha. Hallo Sascha. Hallo Christian, sage ich fast. Und ich bin nicht der Christian, ich bin der Buja. Ja, genau. Der Christian ist ja ein anderer Schoki Panuki Mitglied, ne? Aber das ist irgendwie so ein Fleisch und Blut übergegangen bei mir, dass ich gar nicht mehr weiß, wie der Buja heißt. Wie der Pujan heißt, ja, ja, genau. Ja. Wir fangen an mit dem Geburtstagskind des Tages. Ja, heute am 20. März. Ja. 1970 hat eine kleine Größe, also ein großer Kleiner, hat Geburtstag gehabt. Und zwar Bernhard Hoecker. Ach, Bernhard Hoecker. Bernhard Hoecker kennt man ja. Der heißt tatsächlich auch Bernhard Hoecker mit echtem Namen. Diese zwei Punkte auf seinem E von Hoecker, ja, das hat er von seinem Vater übernommen. Warum? Das ist... Er war Vampir. Nein. Das hatte er von seinem Vater übernommen, damit man nicht Höcker draus macht aus dem Namen, sondern dass man das E wirklich als eigenen Buchstaben pronunziert. Pronunziert. Yeah. Aha. Und deshalb wird, und daran hat sich auch sofort jeder gewöhnt, Bernhard Hoecker auch Hoecker ausgesprochen. Was du nicht alles weißt. Ich weiß eine ganze Menge. Ja. Berühmt aus Geschichten wie Switch. Bei Switch hat er mitgemacht. Genial daneben. Hoecker, Sie sind raus. Switch Reloaded hat er gemacht. In der Schillerstraße hat er mitgespielt. Die lief bis 2011, glaube ich. Erinnerst du dich an die Schillerstraße? Ja, klar, mit der Stratmann, oder heißt sie? Genau, genau. Ja. Cordula. Gundula? Cordula. Gundula oder Cordula. Genau. Weiß man. Und er ist, wie gesagt, heute Geburtstagskind. Kaiser Wilhelm hat damals, 1890, am 20. März, hat der den Reichskanzler Otto von Bismarck entlassen. Ja, hier, guck mal. 1890? 1890, genau. Okay, warum? Naja, weil da ist so ein bisschen was schiefgelaufen. Ja? Okay. Ja, da war einiges im Argen, sagt man ja. Hat er in die Portokasse gegriffen, oder was? Hat er sich von Kaiser Wilhelm die kubanischen weggemopst? Nee, der Kaiser Wilhelm II., der war unzufrieden. Ich bin froh, dass du mir so viele Gründe jetzt genannt hast. Und hat dann den Otto von Bismarck entlassen. Ja, gerade mal, wenn ich gleich entlassen werde. Ja, genau. Du Otto. Ja. So, am 20. März 1800 hat Alessandro Volta Society, das ist eigentlich ein Thema für Dr. Brause, ich wollte gerade sagen. Aber er hat mich gebeten, das heute stellvertretend zu machen. Ach, der kann gar nicht, ist im Urlaub oder was? Nee, der spricht wieder für den Nobelpreis vor. Mhm. Der ist so der Menderes des Nobelpreises, alle Jahre wieder. Mhm. Egal. Auf jeden Fall, Alessandro Volta informiert die Royal Society in London über eine von ihm erdachte Stromquelle, deren Prinzip als Voltasche Säule bekannt wird. Hast du vielleicht schon mal gehört, Voltasche Säule? Bestimmt. Genau. Das Besondere hierbei ist, das ist ein Vorläufiger der heutigen Batterie, aber schon 1800, das muss man sich mal vorstellen. Als Stromquelle, sie besteht aus vielen übereinander geschichteten Kupfer- und Zinkplättchen. Das hat mir Dr. Brause, Frau Schmidt, gegeben. Ja, das Rote ist Kupfer und das Graue ist Zink. Ja. Und das Blaue ist das Elektrolyt. Ja. Und zwischen denen in bestimmter regelmäßiger Folge elektrolytgetränkte Papp- und Lederstücke sich befinden. Und statt Kupfer wurde auch Silber und statt Zink auch Zinn verwendet. Also das war sozusagen die Vorreiterbatterie des Hasen, der in der Werbung immer so, genau. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß von Dr. Brausefrosch. Ja, Dr. Brausefrosch hätte also das nicht besser erklären nicht können. Nee, ist schon klar. War richtig gut von dir übernommen. Ne? Ja, am 20. März... Wir sind ja so, der Doktor und ich. Ja, nicht so, sondern so. Ja, genau. Am 20. März 44 vor Christi, ja, war auch das Begräbnis von Gaius Julius Caesar. Können wir das mal sehen? Beziehungsweise, falsch. Gaius Julius Caesar hält die Grabrede von Antonius, dem Kaiser. Wir schalten live nach Rom. Scheinbar gibt es gleich gerade eine kleine Verbindungsstörung. Ja, irgendwas. Außenkorrespondenz, hallo. Hast du Regie sagt, wir haben ein technisches Problem. Na gut, dann können wir nicht zurückschalten. Können wir bitte weitermachen, wir kriegen das heute nicht mehr hin. Ja. Okay, Regie, gut, dann machen wir weiter an dieser Stelle. Ja, dann würde ich sagen, dann sagen wir, machen wir Verabschiedung, oder? Ja, machen wir. Dann sagen wir Cheerio, Miss Sophie. Wir Tschüss. Hören uns morgen wieder bei Daily. Bis dann. Sorry, dass es nicht geklappt hat diesmal. Technik ist ja immer so ein Ding, ne? Kann man nichts machen.